Hallo, mein Name ist Martin und wir sind hier im Wonnemar beim Anfängerschwimmkurs der DLRG Wismar. Hier im Anfängerschwimmkurs bringen wir den Kindern als erstes bei, dass sie keine Angst vorm Wasser haben müssen, indem wir denen die Angst spielerisch nehmen und dann erlernen sie das Brustschwimmen. Natürlich nebenbei auch noch das Rückenschwimmen, was sie haben, damit sie sich eben mal entspannen können. Und natürlich auch das Tauchen, das sie können müssen und das ins Wasser springen. Und dann, wenn sie möchten, können sie noch weiter bei uns dann machen. Es gibt nämlich nach dem Anfängerschwimmkurs kommen noch die fortgeschrittenen Kurse und die werden dann immer weitergeführt. Bis nachher ins Abendtraining, wo die Jugendlichen und die Erwachsenen bei der DLRG schwimmen. Ich bin in der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher von 0 bis 18. Und wenn ich jetzt in meinem Umfeld oder in meiner Einrichtung, wo ich arbeite, mit den Kindern umgehe, lerne ich ja auch, wie die Kinder reagieren, was passiert, wenn sie Angst haben. Und das kann ich hier natürlich mit in die Arbeit mit einfließen lassen im Wonnemar. Ich bin zu DLRG gekommen damals, das war vor 12 Jahren. Ich habe zuerst Fußball gespielt und habe dann damit aufgehört und wusste jetzt nicht, ich brauche irgendein Hobby, was kann man denn noch machen? Und da hat mir meine Mutter vorgeschlagen, geh doch mal zu DLRG, da kannst du schwimmen. Schwimmen fand ich schon immer toll, unsere ganze Familie sind so Wasserratten. Und dann habe ich mich entschieden, gut, dann gehe ich mal zu DLRG und schwimme davor. Und das hat mir so gut gefallen, da bin ich dann geblieben. Die Möglichkeit, Leben zu retten, ist immer was Schönes. Man sieht seinen Fortschritt. Man sieht seinen Fortschritt an sich selber, man sieht den Fortschritt an den Kindern. Und das ist ein wirklich sehr schönes Gefühl, weil man selber natürlich auch dieses Erlebnis gehabt hat, als man schwimmen lernen wollte. Am Anfang kann ich gar nichts, auf einmal werde ich ins kalte Wasser geschmissen und irgendwann kann ich dann schwimmen. Und dieses Gefühl, ich habe was geschafft, ich habe was richtig Erstaunliches in meinem Leben geleistet, das ist ein sehr zufriedenstellendes Gefühl. Und dabei geht man immer mit einem Lächeln nach Hause. Danke Nivea, dass ihr die DLRG so toll unterstützt. Und auch danke dafür, dass ihr mich bei meinem Bundesfreiwilligendienst so toll unterstützt habt. Ich bin dabei, seid ihr auch dabei? Denn bei der DLRG lernt ihr nicht nur schwimmen, sondern auch etwas fürs Leben.